Nochmal. Moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Bioshock 1. Wir sind hier in Hephaistos und wir sind ganz in der Nähe von Ryan. Wir sind kurz davor, ihn zu schnappen und ihn für das, was er getan hat, zur Rechenschaft zu ziehen. So, bevor ich jetzt weitergehe und es gleich loslegt, wobei ich kann einfach erstmal loslegen lassen. Halt dich zurück, Ryan ist stocksauer. Davon lassen wir lieber die Finger. Es ist an der Zeit, entweder die Dinge in die Hand zu nehmen oder einzupacken. Ryan besitzt den genetischen Schlüssel zu Rapture. Wenn wir den von ihm bekommen, ist alles in Butter. Wenn nicht, tja, dann sind wir beide im Eimer. Wärst du so freundlich, endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Es wird Zeit, ein Ende zu machen. Ja, ich mach schon. Was ich gerade schon erwähnen wollte, ist, dass ich bereits eigentlich schon eine Aufnahme gemacht habe. Cohen ist nicht mehr der Alte. Wenn du ihn gekannt hättest, als er noch an das Projekt glaubte und an den Kampf. Jetzt verrottet er in diesem Nimmerland und hofft, dass jemand kommt und ihm sagt, er hätte noch die Kraft, die er früher hatte. Ich nehme an, deshalb hat er dich am Leben gelassen. Ja, was ich gerade erzählen wollte, ist, dass ich bereits eine Aufnahme gestartet habe und quasi fast eine Stunde aufgenommen habe, weil ich letztes Wochenende zu meinem Neffen losgezogen bin. Wollte ich gerade nochmal so eine Stunde aufnehmen fürs Wochenende. Ja, leider hat es nicht so funktioniert, weil ich die Aufnahme übelst verkackt habe. Ich habe meine Tonaufnahme nicht dabei gehabt, weil, mein Mikrofon war aus. Das habe ich dann auch erst bemerkt, nachdem es zu spät war und ich quasi alles rendern wollte. Hatte dann keine Zeit mehr, musste dann losfahren. Und ja, dann war das halt alles für den Arsch. Dann wollte ich gerade eine neue Aufnahme starten und fast wäre es mir wieder passiert. Ich hatte nämlich mein Stecker vom Headset nicht drin. Zum Glück habe ich das noch bemerkt und jetzt kaufe ich mir erstmal ein bisschen was ein hier. Kann ja nicht schaden, gerade weil wir auch zu viel Geld hatten. Und was ich auf jeden Fall gemerkt habe in der letzten Aufnahme, wo ihr ja nicht dabei wart, ist, dass der Schwierigkeitsgrad sich leicht erhoben hat. Deswegen laufe ich jetzt auch hier mit einer Kamera rum, um ein bisschen mehr Damage zu machen. Und war hier nicht irgendwas? Was war hier doch? Okay. Sammeln Schrot auf. Oh, kann ich noch zoomen? Nein, ich kann nicht zoomen. Aber ich kann ein Foto schießen. Ich dachte eigentlich, man kann mit der Kamera zoomen, aber es geht anscheinend nicht. So. Erhöhter Schaden, 2+. Was ihr auch nicht mitbekommen habt, ist, dass ich noch in der letzten Aufnahme ein wenig gekränkelt habe. Das hat sich jetzt schon wieder verbessert mit meiner Stimme, aber ab und zu, da ist noch einer, ab und zu habe ich noch diese kleinen Stimmeinbrüche, deswegen, seid mir nicht böse, wenn ich ab und zu mal eine raue Stimme habe, wie jetzt gerade. Das ist noch die Erkältung, die in mir wohnt. Jetzt kriegt er hier erstmal aufs Maul. Obwohl, das ist ein Houdini-Splicer. Ich glaube nicht, dass Feuer effektiv gegen ihn ist, oder? Alter, hau doch nicht ab! Da ist er. Ah, doch, es wirkt eigentlich ganz gut. Auch wenn ich gerade übelst verkackt habe. Ja, man muss auch sagen, ich habe lange nicht mehr gespielt. So, und Enzymprobe haben wir auch noch bekommen. Was wollte er von dem? Der hat doch nichts. Was soll die Scheiße? Oder er hat ihm das geklaut und wir haben es ihm geklaut. Die Nahrungskette von Bioshock. Klaue, was sie ihm gehört. Und nimm es dir. Egal wie weh es dem anderen tut. So wie diese Zigaretten hier. So, mal die Armbrust wieder auspacken, meine Lieblingswaffe, wisst ihr? Jetzt ahnst du's, habe ich recht? Andrew Ryan. Was soll ich ahnen? Der hat sich doch gerade noch bewegt. Irgendwer muss doch hier in der Nähe sein. Was ist das? Ladies und Gentlemen! Da ist er. Oh, schon abgeschlossen. Ich nehme jetzt den Chemowerfer, das geht am schnellsten, glaube ich. Okay, es geht nicht am schnellsten. Moment, Plan B. Ha!
Headshot. Ich vertraue der ganzen Gegend noch nicht. Also, die haben wir auf jeden Fall schon durch. Da gehe ich noch nicht lang. Oh! Alter, die Reaktionszeit von dem Geschütz ist auch nicht gerade die beste, ne? Kommen wir hier an das Ding ran. Oh! Übelst gefailt. Ja, der Schwierigkeitsgrad beim Hacken hat sich auch sehr stark verändert. Wobei noch spürt man, glaube ich, noch nichts davon. In der letzten Aufnahme war das so heftig. Konnte ich gar nichts machen. Ich habe nur gefailt an den ganzen Automaten hier. Aber anscheinend ist das jetzt doch wieder leichter geworden. Ich weiß nicht, woran das lag. Ich hatte auch ein paar anfängliche Schwierigkeiten das letzte Mal. Irgendwie war mein Speicher nicht da. Ich hatte einen Speicher von, weiß nicht, von vor 10 Aufnahmen. Was mich irritiert hatte. Aber jetzt ist anscheinend alles wieder in Ordnung. Keine Ahnung, es war der Tag des Fails und ihr habt es zum Glück nicht mitbekommen. Wobei, zum Glück, wahrscheinlich hättet ihr euch einen Keks gefreut. Ich schenke dir Malaria, wenn du weitermachst. Na gut, der fällt von alleine um. So, mal gucken. Ein paar Dollar. Hacken bringt, glaube ich, auch nichts von dem Ding. Gerade weil der Schwierigkeitsgrad eigentlich erhöht sein müsste. Gerade in diesem Level. Möchte ich das nicht ausprobieren. Ich habe ja sowieso alles. Also was soll's. Was blinkt denn da? Was blinkt denn da? Bandagen. Das Tor. Zur Hölle oder was? Ich will nicht kaufen. Ich habe den ganzen Nachmittag versucht, so nah wie möglich an Ryans Tor zu gelangen, ohne dabei gesehen zu werden. Es ist extrem gut gesichert. Es gibt keine Möglichkeit, hineinzukommen. Für meine Bemühungen habe ich nur böse Blicke von Ryan Splicer-Freunden geerntet. Das hat man davon, wenn man versucht, den besten Elektroingenieur unseres Zeitalters zu überlisten. Hört ihr das? Ist doch immer ein Spider-Splicer. Da, weiblicher Splicer. Ein Geschenk. Okay. Wo steckst du? Das gefällt mir nicht. Soll ich das auch noch nehmen? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Moment. Ich muss mich darauf vorbereiten. Ich habe hier gerade doch... So, Sprungheck! Das gefällt mir nicht, dass da das Spider-Splicer irgendwo rumhängt. Und mich auslacht. Gut, hier komme ich vorbei. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Aber da. Perfekt. Keine Ahnung, was der vorhat mit mir. Oder die. Oder das. Was es auch jetzt immer ist. Vermutlich eine Frau. Weil Frauen haben nie was Gutes im Kopf. Nicht missverstehen, das, ich meine natürlich hier in Bioshock. So, das hätten wir auch erledigt. Mir kam das alles viel schwerer vor. Könnte auch daran liegen, dass ich erkältet war und meine Sinne wirklich nicht gerade beisammen hatte. Aber jetzt momentan, weiß auch nicht. Kann ich hier rüber springen? Na komm. Oh, nicht mal über einen Stein springen kann er. Aber Blitze schleudern. Alles klar, ey. Okay, Spider-Splicer. Moment, ich sehe da noch einen Eve-Spritze. Ich könnte behilflich sein. Auch wenn wir schon 8 haben. Ich traue mich nicht, die Splittergranate aufzunehmen. Da kommt doch gleich was. Da kommt doch gleich was. Ah! Oh, ich kann sie nicht tragen. Hä? Da muss gleich irgendwas Fettes kommen. Scheiße. Oh, jetzt kommen sie. Oh, das sind viele. Eine Aufnahme. Jetzt muss ich auch flüchten. Hahaha. Leide, Frau, leide. Hilf mir! Hilf mir! Nicht unnötig schwer.
Hallo, wollt ihr nicht herkommen? Genau. Renn weiter, Feigling. Oh. Oh Gott, fail. Ich muss mal wieder öfters Xbox spielen. In letzter Zeit hatte ich leider keine Zeit dafür. Erwischt. Er ist da oben. Ich schenke dir Verrunk. Was? Komm runter da. Schön in den Arsch geschossen. Das hat er verdient. Schön eine Analbombe reingehauen. War es das jetzt? Ich glaube, das war's. Noch die Leichen hier untersuchen. Kann ich noch mehr Film tragen? Du hast schon so viel telefoniert, sag ich schon. Gefilmt. Dann mal weiter. Nicht mehr so viel Leben. Ich bräuchte einen Verbandskasten oder so. Das wäre schon ganz... Oh, nett. So, dann hacken wir dieses Prachtexemplar. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wobei, ich gehe da lang. Ach, oh, gut, das war eine gute Entscheidung. Aber ich brauche jetzt... Ah, nein, das ist auch noch so ein billiges Ding. Da, ja, jetzt kommt dieser Schwierigkeitsgrad, von dem ich euch erzählt habe. Er ist nicht gerade nett, er ist böse. Aber ich benutze erstmal den hier dafür, damit ich ein bisschen mehr Zeit habe. Oh nein, bitte, bitte sei hier einer. Oh. Oh. So, einmal heilen bitte. Ein Wurm blickt nach oben in das Antlitz Gottes. Aber nein, sieh dich genau um. Das ist ja ein regelrechter Würmeraufmarsch. Sie alle hatten Mütter, Väter, Menschen, die sie liebten. Sie haben geheiratet und es mit ihren Ehefrauen getrieben. Warum glaubst du, du seist anders? Ich habe noch keinen Platz an der Wand für dich ausgewählt. Sag mir Bescheid, wenn dir einer besonders gut gefällt. Wie wäre es mit dem hier? Eine schöne Frau rechts, eine schöne Frau links. Na toll, dann gucke ich meine Ewigkeit lang so einen Kerl an, oder was? Na, ich auch. Du hast keine guten Plätze, nö. Nö, ich will nicht, nö. Nicht auf diese Art. Was haben wir hier? Oh, Ryan aufhalten. Ich habe noch nie jemanden umgebracht und einen Freund erst recht nicht. Aber so entwickeln sich die Dinge. Ich weiß nicht, ob Mr. Ryans Tod den Krieg beenden würde, aber ich weiß, dass der Krieg nicht aufhört, solange dieser Mensch atmet. Ich liebe Mr. Ryan. Aber Rapture liebe ich auch. Wenn ich eins vernichten muss, um das andere zu retten, dann soll es eben so sein. Naja, wenn wir das so sehen, dass er Ryan tötet, dann rettet er Rapture. Aber wenn er Rapture tötet, tötet er auch Ryan. Deswegen bleibt ihm wohl keine andere Wahl. Oh. Was ist denn nun los? Suche nach Hinweisen. Das ist die Leiche, die ich gerade nicht aufgehoben habe. Ich musste diesen dreckigen Affen 3 Wochen lang hart rannehmen, bis er endlich ausgespuckt hat, wie man an Andrew Ryan rankommt. Man muss ein phasenverschobenes Overload im Harmonicon Nummer 3 erzeugen. So einfach ist das. Jetzt muss ich nur rausfinden, was zum Geier ein phasenverschobenes Overload ist. Und, wo wir schon beim Thema sind, was ein Harmonicon Nummer 3 ist. Ein Kinderspiel für einen Elektroingenieur. Dumm nur, dass ich Designerin für Damenschuhe bin. Ich gehe mal zu den paar Mechanikern, die bei der Wärmeverlustüberwachung noch übrig sind. Mal sehen, was ich aus denen rausbekomme. Ich habe auch keine Ahnung, was das ist. Alle Parasiten versuchen, die Früchte anderer Leute Arbeit zu genießen. Ich würde dir ja gern die Gesetze der Technik erklären, die das, was du zu tun versuchst, im Keim erstickt. Aber das wäre, als ob ich dem Vieh im Stall Mozarts Musik erklären wollte. Warum beleidigt er mich immer? Er hat doch keinen Grund dazu. So ein Safe, damit ist lieber ein Autohacker. Ich hab zwar nicht mehr viele, aber egal. Oh, super, hat sich ja gelohnt. Also, dann nehme ich...
Was? Wo kommst du denn her? Da kommt er hier einfach reingeschlichen, ey. So ein Kranker. So, jetzt aber.